Da kommen die Berner blitzschnell und die Scheibe ist im Tor. Das war ein Energieanfall. Klasse gemacht. Christoph Bertschi, der Torschütze. Er schießt den Anschlusstreffer im Powerplay und das ist natürlich genau der Auftakt, den man sich gewünscht hat. 41. Spielminute. Christoph Bertschi mit ganz viel Tempo ist er in die Zone reingefahren. Gewinnt dieses Duell in der Mittelzone und macht das nachher wirklich klasse. Gehring kommt einen Schritt zu spät, aber ausschlaggebend war das Duell in der Mittelzone, das er dank seinem Speed gewonnen hat. Und das könnte so etwas wie die Scheibe prallt wieder zurück und dann die Chance zum Konterangriff für die Berner. Blüß versucht es auf eigene Faust, weshalb auch nicht. Blüß, Tor! Das ist Weltklasse! Da flippe ich aus, da drehe ich durch. Das ist Eishockey vom Feinsten. Wenn es das Team nicht reißen kann, da kommt einer und reißt den Karren aus dem Dreck. Sein Name Martin Blüß. Hat die Scheibe eigentlich schon fast verloren hier in der Mittelzone. Lässt sich davon nicht beirren. Wird nur halbherzig attackiert von der Defensive der Lions und trifft haargenau ins hohe Eck. Klasse Tor vom Captain der Berner. Eine Augenweide. Kein Durchkommen bei Plus. Schönes Zuspiel auf Lechtonen. Der versucht sich da durchzutanken. Was ist das für ein Tor? Wahnsinn, Wahnsinn. Und noch einmal, falls Sie es noch nicht gehört haben, ein Wahnsinnstor von Lechtonen. Sehen Sie sich an, wie er die Scheibe mitnimmt, wie er das Spiel entscheidet. Wow! 15,9 Sekunden vor Ende der Verlängerung gewinnt der SC Bern die Partie gegen die ZSC Lions. Zum Genießen. Da hat Lechtonen keinen Platz und nützt ihn. Klasse, wie er Gehring austanzt. Klasse, wie er die Scheibe hochhebt. Klasse, wie er Flüeler da keine Abwehrchance lässt. Und die Berner.